Yo Leute, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Stardew Valley. Ja, ich wollte ja heute mit euch Sprinkler bauen und Geoden öffnen, ne? Und das machen wir auch, aber erstmal... Oh, erstmal kommt jetzt nochmal hier... Ah, ich habe keine Kohlen. Erstmal kommt jetzt hier, Sprinkler bauen, ne? So, das schmelzen wir mal und... Das schmelzen wir mal. Die vier Öfen sind schon so eine ganz gute Menge, sag ich mal. So, Sprinkler. Scheiße, ich habe das Rezept dafür noch nicht. Was ist das denn? Das ist aber blöd. Das ist aber echt blöd. Ja, dann bauen wir heute leider noch keine Sprinkler, Freunde. Und dann gehen wir lieber nochmal in die Höhle. Wenn ich jetzt hier schon die 90 Dingens hab. Das lassen wir mal alles hier. Aber ich guck mal eben, was der Fortune Teller sagt. Vielleicht ist heute ja ein Bad Luck Day. Mildly perturbed today. The luck will not be on your side. Ja, dann soll ich heute nicht in die Höhle gehen. Und lieber mal gucken, dass ich mich hier wieder aufs Farmen konzentriere mal ein bisschen. Denn da drüben ist schon was ready. Bohnenernte. So, das ist jetzt die erste Ernte. Und dann kann man die aber weiter ernten. Ne? Also da wächst jetzt nochmal und nochmal. Und dann kann man immer wieder ernten. So. Zack. Mal. Ach. Komm, die Reihe muss ich noch fertig kriegen damit. So, kann ich mal eben auffüllen. Zack. Und hier auch noch die beiden Felder eben gießen. Mann, noch keine Sprinkler. Das ist doch echt dick scheiße, ey. Ich weiß nicht, ob der Carpenter das mir machen kann. Oder ob ich da das Rezept kaufen kann für Sprinkler. Ich guck mal, ob es das da gibt. Vielleicht aber auch beim Händler oder so. So, aber eigentlich kriegt man das irgendwann bei den Farming, wenn man das macht. Na. Also wenn man hier anbaut und so, ne? Ich glaube, ich sollte einfach vielleicht doch noch ein bisschen mehr anbauen. Aber dann schon mal in der Form, wie die Sprinkler sind später. Das wäre, glaube ich, schlau so. Okay. Zack und zack. So, dann gehen wir doch einfach mal in die Stadt und, ja, wohl ist schon der 13., ne? Aber egal. Okay, erstmal schmeiße ich die Bohnen hier rein. 8 Böhnchen, ne? Schon mal gut. Dann könnte ich ja eigentlich... Ja, ich überlege gerade, wie ich das jetzt am blödsten mache. Today's Festival is being set up. Come back later. Jetzt kann ich da nicht in die Stadt oder was? Boah, heute ist ein Bad Luck Day und ich kann nicht in die Stadt. Das ist aber wirklich ein Scheißtag. Krass. Egal, dann hole ich mir doch mal wieder ein bisschen Holz. Und guck mal, so, das haben wir. Dann haben wir doch noch einiges zu schmelzen hier, ne? Ja. Kann ich mich mal ein bisschen darum kümmern. So, behalte ich mal hier. Kann ich das hier nicht schon mal wegschnippeln? Ne, brauche ich eigentlich nicht. The Egg Festival has begun in the town square. Oh yeah. Gehen wir mal hin. Gehen wir heute mal zum Eierfestival. Ist doch auch was. Vielleicht geht da ja richtig die Luzi immer. Da kann ich auf jeden Fall meine Introduction-Dingens fertig machen wahrscheinlich. Ah, Shane ist das. Okay. No one really talks to me. I just come for the deviled eggs. Kann ich hier was kaufen, oder? I hope everyone is enjoying the food. Kann ich das einfach so essen, oder? Huh. Kann ich hier einmal alle anquatschen hier. So. Was ist das denn hier? Da kann ich hintergehen und dann so, lol. Die Panne. So. Ja, dann anfangen. Die Egghand. Mal gucken, was man da machen muss. Test ich mal aus hier. Hau rein. Ja, sag jetzt. It's time for the highlight of today's festivities. The annual spring egg hunt. So. Calm down, kids. You're going to need all your energy if you hope to find the most eggs and take home the exclusive prize. Das sind doch bestimmt die Eggs, oder? Nö, mach ich aber nicht. Is everyone ready? Ja! Geh weg! Wo ist denn hier die Eckhand? Wie sieht denn so ein Ei aus? Ich weiß das ja nicht. Da ist da was, oder? Jawohl, ein Egg. Hier ist noch ein Ei. Da ist noch ein Ei. So, ich habe schon mal drei, vier. Gehen wir mal wieder hier hoch. Ich will mich natürlich auch beeilen. Die dürfen mir keins wegsnacken hier, die Scheißkinder. Die dürfen nicht eins finden. So.
Wo sind denn hier noch Eier versteckt? X5, 6. Komm ich denn da hin? Da kommt man doch gar nicht dran. Da 7. Hier sind da bestimmt auch noch welche. Vor allem, ich mache auch mit als einziger Erwachsener so. Ah, 6, okay. Da hätte ich noch 2 gekriegt. Aber hoffentlich habe ich genug. Mach! Hau rein! Wow, look at all those eggs! Now if I only could get you kids to pick up litter this efficiently, we'd have the cleanest town inside of the Gem Sea. Chuckle, haha, witzig, Arschloch. And now the winner of this year's egg hunt. It's me! Is it? Fuck! Fuck, Abigail! I hate you! Ich hasse dich, Abigail! Krass! Warte, was kriegt die jetzt? Ja, toll! Hast du da gekriegt? Sag jetzt, Abigail! Und jetzt ist Ende hier dort? Krass, 10 Uhr abends auf einmal. Was ist das denn? Haben sie aber lange gebraucht für das scheiß Egg-Festival da. So, zack. Jetzt glaube ich einfach mal noch ein bisschen. Weil ich wollte eigentlich ja Samen kaufen heute. Scheiß Eierfest, ey. So, kloppen wir hier mal noch ein Feld hin. Vielleicht kriege ich da noch ein bisschen Farming-Skill, wisst ihr? Wegen dem Sprinkler und so. Aber gucken wir mal. So, rein hier. Ab in eine Falle. Hallo, Rübe. Haha, ja. Da freust du dich, wenn ich dich nochmal kurz streichel. Kurz, wenn du gerade richtig eingeschlafen bist, ne? Boah, die gaben aber nicht viel, die Bohnen. Die gaben nur 320, 8 Stück. Das ist ja mal so gar nichts, ne? Also, können die sich in die Haare schmieren, die Scheiße. Morgen, ja. So, es regnet, das ist gut. Oh, the Queen of Swords, kann man gucken. Dann lernt man nämlich, wie man Coleslaw kocht. Geil, ne? So. Very happy today. Also heißt das, wir gehen in die Höhle. So, das weg. Ach, nee. Ernten mache ich, wenn ich wiederkomme. Scheiß drauf. Weil wenn es very happy ist, dann wird heute... Lass mich hier durch! Dann wird ein guter Tag. So, in der Höhle, ne, würde ich mal sagen. So, 2000. Ja, morgen nach diesem Höhlenrun gebe ich mal meine Pickaxe ab und lass sie dann machen, damit die besser ist. Damit ich da leichter durch das buttrige Eisenerz dann komme. So, da oben ist der Penner. Sein Feuer brennt immer, auch bei, ne, bei Regen. Ist halt ein Reifenfeuer. Es geht nicht so leicht aus, ne. Deshalb, aber dafür stinkt es halt immer nach Gummi, wo der wohnt, ne? So, runter hier, ab zur Stufe 40, Stufe 45. Wo vielleicht soll ich ein bisschen mehr farmen, wenn ich ja... Aber egal, ich brauche erstmal das hier. Ich wollte gerade sagen, damit ich mal das Rezept kriege dafür, aber das machen wir gleich noch. Ich brauche erstmal ein bisschen Kohle hier und ein bisschen Eisenerz. So, weil hier geht es auch ein bisschen besser ab und außerdem ist ja heute auch ein Lucky Day. So, der muss auch sterben. Ich muss mich kurz konzentrieren, damit ich dann ganz schnell so schnell auch die Waffe wechsle. So, da ist nichts drauf. Da war ein Aquamarin noch drin. Auch sehr nice. Der gibt gut Geld. Oh. 3, 4, 5. Noch ein Amethyst, ne? Sind 5 Schläge immerhin noch, jetzt noch. Ich glaube, dann sind es 3, wenn die Pickaxe abgegradet ist. Und bei denen hier 2. So. Was ist das hier? Aquamarin, kann das sein? Oder ist das auch ein... Ja, Aquamarin. Da habe ich schon mal den Abgang. Das ist sehr nice. Da ist noch eine Dingens, eine Eisenerze, was ich haben möchte. So. Oh, oh, oh. Weil ich will eigentlich richtig dick in den Sommer starten. Weil ich bis dahin natürlich noch nicht genug gefarmt habe. Da ich einen Sprinkler habe, dann bin ich natürlich auch in den Arsch gekniffen, ne? Da muss man jetzt den Spagat schaffen einfach. Ich hoffe, ich schaffe das. So, gehen wir mal hier herauf. Oder eher gesagt, hier herunter. Ne wahr? So. Jetzt muss ich mir hier erst den Weg durchschlagen, ehrlich. Boah, dass sie auch immer 3 brauchen, die Steine. Der ist so nervig. So, Hardwood auch immer mitnehmen. Nicht verkaufen. Braucht ihr definitiv. So, hier habe ich aber jetzt im Moment echt Glück, so, ne? Muss man ja mal sagen. 3, 4, gib her. Immer ein Abgang da. Oh, jetzt kommt Fledermäuse. Jetzt verpiss ich mich hier. Was ist hier unten noch? Nix. Haha, weg hier.
So, komm, du gibst doch bestimmt ein bisschen. Oh, eine Crystal Fruit, die gibt 200, glaube ich. Und damit kann ich mich auf jeden Fall noch richtig tief in den Berg meinen, weil die gibt auch gut Energie. Boah, wie viele Viecher hier jetzt auch gerade sind, ne? Da kann ich echt mal ein bisschen grinden hier. Ne, komm, wir machen mal ein bisschen blöder hier für euch. So, sterbt doch! Ah! So, gehen wir mal hier hin. Hier ist auch noch Eisenerz. Boah, 26 schon gemacht, diesen Run. 29. Und hier drüben ist noch jede Menge mehr, glaube ich, ne? Ich kriege aber auch immer ein bisschen was ab hier. Oh, cool. Abgang gefunden. Perfekt. Haben wir dann den nächsten Safe. Stirb! Ah, gegen die muss man immer einfach aggressiv nach vorne drücken. So, dann geht das. So, hier gucke ich jetzt noch, weil ich habe den ja schon safe, den Ausgang. Hier ist doch, da ist noch ein Dingens. Oh. Na, dann töte ich ihn auch noch. Stirb! Jawoll. So, ja, selbst brauche ich ja im Prinzip nicht. Mein Backpack ist auch relativ leer noch eigentlich. Ja, ich habe noch eine Cave Carrot. Kann ich mich auch noch ein bisschen mit über Wasser halten hier. So, schauen wir mal. Ich habe manchmal das Gefühl, oh lol, schon wieder direkt den Abgang bekommen. Ich habe echt ein Glück jetzt gerade. Ich will gerne das auf 50. Das wäre geil noch. Dann so. Ist ja erst kurz nach 12 mittags. Da kann ich noch Gas geben hier. Mit der Cave Carrot bin ich ja auch noch energiemäßig ganz gut aufgestellt. So, und eigentlich könnte ich die mal nehmen, damit nicht irgendwie ich nachher in eine blöde Situation komme und dann durch mein Health sterbe, was auch relativ low ist. Und da kriegt man auch ganz gut von dem Ding. So, ich... Boah, jetzt muss ich mich echt hier durchkloppen. Schade, auch um das hier dran zu kommen, muss ich jetzt nochmal so viel Energie aufwenden hier. Na. Jetzt gleich kommt die Fledermaus irgendwo. Ah, da ist sie doch. Ich wusste es. War da jetzt gerade ein Ausgang? Ich weiß gar nicht. Hatte ich da einen Ausgang? Ich habe es schon wieder vergessen, ob hier drüben jetzt gerade ein Ausgang war. Egal, ich guck mal. Ich guck gleich nochmal. Nachdem ich das hier abgefarmt habe. Aber ich meine, da war direkt am Anfang einer. Ja, komm, hau ab, ey. Ich lauf durch dich durch. So, zurück hier. Na. So. War hier einer? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Nö, hier war keiner. Scheiße. Ja, dann kann ich auch hier einen versuchen, einen zu provozieren. Einen Ausgang. Aber wo ist die Fledermaus hin? Verfolgt die mich nicht mehr jetzt? Ach, guck mal, da kommt sie doch. Ich wollte doch sagen. Ich möchte die gerne über Land töten, damit die da... Oh, schade. Ich dachte, damit sie da einen Ausgang droppt. Wollte sie aber nicht. Naja. Versuchen wir es mal hier. Da kommt die nächste Kackfledermaus, die einen Ausgang für mich produzieren kann, wenn sie auf den Boden einschlägt, nach meinem mächtigen Hieb, ne? Aber ich kann mich eigentlich gar nicht beschweren. Wenn ich jetzt hier mal runterkommen würde, würde ich wahrscheinlich noch gut was kriegen. Aber ich komme hier nicht runter. Komm jetzt, gib mir dann einen Ausgang. Boah, ey. Jetzt gehe ich den Slime kaputt schlagen und ich wette, dann spawnt einer. Wette. Wette, da spawnt einer. Pass auf. Zack, 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 stirb. Ah! Nee, schade, keiner. Okay, ja, dann werde ich jetzt mal meine restliche Energie hier wasten, um zu versuchen, noch eine Etage runterzukommen. Oder ich hau jetzt ab. Und versuche noch den Schmied zu kriegen, obwohl ich habe keine Barren bei. Das ist auch scheiße. Schaffe ich auch nicht. Oh. Ja, nächste Backpack kostet 10.000. Dann hat man nochmal 12 Slots mehr. Ne, ist schon fast direkt zu überlegen. So. Nee, aber ich werde jetzt nach Hause gehen. Vielleicht noch ein bisschen farmen, obwohl kann ich gar nicht. Na, komm, einer von euch macht doch jetzt hier ein Portal auf, oder? Zur nächsten Dingens hier, komm. Mach auf hier. Oh. Ah, ja, komm, vielleicht komm. Hab ich Glück? Nee. Hab gedacht, hier drunter wäre es jetzt noch. Aber ich hau lieber ab. Ne, bevor ich hier komplett Break Together hab, ne? Ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder, wenn ich dann zurück am Haus bin. Und bis dahin empfehlt ihr mich allen euren Freunden, liked alle und sagt euren Freunden, sie sollen liken. Und auch allen, die das nicht gut finden, die sollen auch liken. Ne? Und das gucken. Dankeschön. Bis dahin. Ciao.